Hallo und herzlich willkommen zu Gefahr im Wald. Nummer, ich habe keine Ahnung, aber irgendwas zweistelliges immer, glaube ich, inzwischen. Sturmwurf, ja? Hier hinter mir seht ihr einen klassischen Sturmwurf mittelgroßen Ausmaßes. Gibt es noch größere, aber der Vorteil von diesem Sturmwurf ist, da ist noch nicht aufgeräumt. Das heißt, da kann man ganz schön zeigen, was man da jeweils nicht tun sollte. Denn wirklich, wirklich gefährlich und wirklich, wirklich doof ist es, wenn man durch sowas durchlatscht. So, wenn also jetzt ein vorzugsweise schwererer Mensch, sowas wie ich, auf sowas rumkraxelt, weil er auf die andere Seite möchte, ja, weil die jetzt zum Beispiel auf dem Weg liegen, was sie zum Teil übrigens durchaus tun, dann stehen die Chancen, dass sich die Spannung, die da drin steckt, entlädt, relativ gut. Ja? Und das bedeutet, der Stamm federt ein Stückchen zurück, da reicht schon ein Stückchen. Die Kraft, mit der er das tut, macht aus uns absolut Matsch, Mus, irgendwie sowas. Das überlebt man eigentlich nicht. Verletzungen beim Aufräumen von Sturmschäden, die bei Forstwirten auftreten, sind eigentlich... Also ich kenne keinen, der das mal überlebt hätte. Ich hätte nicht von einem gehört, der das mal überlebt hätte, ja. Also da drin, da machst du einen Fehler immer nur einmal. Was blöd ist, weil man hat keine Chance, aus seinen Fehlern zu lernen, weil es sind halt Einwegfehler. Ist echt saugefährlich. Wir gehen mal noch ein kleines bisschen näher ran. Ja, also die Stämme hinter mir, man kann regelrecht sehen, die sind ineinander verklemmt, liegen Mikado-artig übereinander und haben so eine schöne Wölbung, die auf massive Spannkräfte wirklich schießen lässt. Da drüben stecken sie noch halb in der Erde, wie man sehen kann. Auch da, also noch halbe Verankerung, massives Potenzial für enorme Spannung. So einen Stamm auch nur anzufassen, würde ich mich wirklich nicht mehr trauen. Ich habe das als Kind wohl gemacht, ich war noch nicht alt, als Lothar den Schwarzwald aufgeräumt hat, der Sturm Lothar. Und heute traue ich mich da nicht näher ran, als ich jetzt dran stehe. Ja? Das sind jetzt noch circa 8 Meter bis zum ersten Stamm, den ihr da im Bild seht. Ja, bei der Zoomstufe, das sieht vielleicht anders aus, aber es sind wirklich noch 8 Meter. Und das ist auch das Minimum an Sicherheitsabstand, was ich hier wirklich gerne einhalten möchte. Ich zeige euch noch ein paar Aufnahmen. Also, was ist hier passiert? Da hinten seht ihr noch ein paar braune Fichten rumstehen. Ja? Da ist der Borkenkäfer drin gewesen. Die Fläche vor uns, insbesondere hier dieser linke Bereich, da wird mit Sicherheit auch der Käfer drin gewesen sein. Und man sieht hier einzelne abgesägte Baumstümpfe, wo die Säge eben schon zum Einsatz kam. Also heißt, wir befinden uns hier in einem ehemaligen Käferloch, noch mit Randbäumen, die ebenfalls eben betroffen sind, ne, die braunen Dinger. Und man hat, als das losging mit der großen Käferkatastrophe, wahrscheinlich noch von 2018, erstmal angefangen hier aufzuräumen und die ersten Käferbäume rauszunehmen. Daher auch noch Spuren von Säge. Dann hier Spuren von Aufbereitung, dass da so ein großer grüner Haufen rumliegt, liegt nicht daran, dass das alles irgendwie vom Baum abgefallen wäre, sondern das sind natürlich Reste von den Versuchen, hier die Bäume auch rauszuholen. Also man hat alles getan, was Menschen möglich wäre. Ich möchte auf keinen Fall irgendeinem Kollegen hier ans Bein pinkeln, dass das alles so gut gemacht wie irgend geht. Ja, das kann man einfach nicht besser. Und ja, leider kam der Käfer letztes Jahr, also 2019, nochmal zurück. Hat wahrscheinlich nochmal zusätzlich die Bäume hier befallen. Man hatte wahrscheinlich keine Kapazitäten mehr, die dann eben entsprechend auch noch mitzunehmen. Und das Dumme ist jetzt, dadurch, dass hier dieses Riesenloch ist, ihr hört den Wind hoffentlich pfeifen, versteht mich aber trotzdem, ich habe das dicke, fette Puschelchen auf dem Mikrofon. Dadurch, dass hier jetzt so ein Riesenloch ist, kann der Wind ungehindert hier in die Baumkronen reindonnern. Und wenn der jetzt nicht von da kommt, momentan kommt er ungefähr von da, ja, so schräg so ein bisschen, sondern so frontal von hier, dann haut der halt in diese paar noch stehenden Bäume rein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und das Resultat liegt hier unten rum, ja, das waren mal ein paar mehr. Die ersten, die nach außen stehen, von Seiten des Sturms, sind natürlich die, die am ehesten auch erstmal den Wind abbekommen, weshalb jetzt hier also diese Randbäume noch liegen. Je mehr Bäume als kompaktes Paket zusammenstehen, desto mehr können sie in ihrer Gesamtheit dem Wind noch als Bestand ein bisschen Widerstand leisten. Wenn also hier ein Windpaket jetzt reinweht, dann drückt es die Bäume alle gleichzeitig um. Jeder Baum nimmt einen Teil der Energie des Windes auf
und kann so eventuell als Bestand, als Kollektiv dem Wind erheblich besser standhalten, als das manche Einzelbäume tun. Aber ihr seht, der hier ist schon viel zu schräg. Der ist quasi tot, der wird nicht weiterleben. Früher oder später wird der umfallen. Der hier hat schon massive Rindenverluste erlitten. Das wird ihn langfristig auch umbringen. Warum hat der massive Rindenverluste erlitten? Ja, hier. Ne? Die fallen ja nicht einfach so um, sondern die knallen woanders dagegen. In dem Fall an ihren Kollegen. Also, ein Baum stirbt selten allein. So, und jetzt nochmal hier reingucken. Seht ihr, also das hier ist so das typische Mikado. Sowas kann man als einzelner Mann oder auch als fünf Männer mit der Motorsäge kann man eigentlich nicht aufräumen, ohne unter massiver Lebensgefahr zu stehen. Die einzige Möglichkeit, wie man das ohne Menschenleben zu gefährden oder zumindest nur geringfügig zu gefährden, aufräumen kann, ist der Harvester. Ja, weil da hockst du auf einem riesigen Stahlungetüm in einer lustigen kleinen Stahlkuppel, die wirklich massiv gepanzert ist. Also das ist Absicht, dass das Führerhäuschen vom Harvester massiv ist. Wenn man nämlich eben sowas aufräumen muss, dann braucht man das auch, falls einem eben so ein Stamm, so eine Spannung hier, ne? Ihr seht das, wenn einem sowas um die Ohren fliegt, dann ist man um jeden Zentimeter Stahl zwischen sich und dem Baum dankbar. Also hochgefährlich, also bloß nicht in sowas rumkraxeln. Und in diesem Zusammenhang auch nochmal wichtig, auch wenn es jetzt eine Überlänge gibt, normalerweise sind diese Gefahrenwald-Videos ja kurz. Wer auf die Idee kommt, in sowas sein Lager aufzubauen, ja? Hier, Survival, ich habe eine coole Höhle zum Übernachten gefunden. Wenn das hier so ein Kuddelmuddel ist, kann es sein, dass sich die Spannung auch ohne menschliches Zutun, auch ohne, dass da jemand was absägt, irgendwann entlädt. Ja? Unterschiedliche Wassergehalte im Holz, unterschiedliche Spannungen hier, unterschiedliche Spannungen da, da fällt noch ein anderer drauf, irgendwie sowas. Und wenn sich die Spannung entlädt, kann so ein Baum zumindest kurzfristig auch mal wieder aufstehen. Und das Ding kann sich nochmal umlegen und mag sein, dass er danach wieder umfällt, aber das reicht schon. Ja? Dann ist man da drin tot, keine Chance. Und nochmal wichtig, wenn jetzt hier aufgeräumt wird, ja, und der Stamm wird da abgeschnitten und da ist alles erledigt und hier steht natürlich weiterhin der Astteller. Irgendwann in ein paar Wochen klappt der auch zurück. Also gerade wenn der Baum vorne dran fehlt, niemals da rein, weil man nie weiß, wann der zurückklappt. Lebendig begraben werden ist nicht lustig. So, also, das wäre Gefahr im Wald, Sturmwurffläche gewesen, da also nach Möglichkeit rausbleiben und vor allen Dingen von solch angeschlagenen Beständen auch unbedingt wegbleiben, weil kein Mensch weiß, wie lange die noch halten. Und deswegen haue ich jetzt auch wieder ab. Macht's gut. Tschüss.